Wir haben aufgerufen, weil sie da einfach deutschnationale, rechtsextreme Burschenschaftler treffen, gemeinsam das Tanzbein schwingen und sich selber feiern. Und wir sagen einfach, in so einem prestigeträchtigen, offiziellen Gebäude dürfen sich eben solche Personen nicht treffen. Wir haben 4.500 Personen gezählt. Das ist wirklich ein lautes, starkes Zeichen gegen eben die rechtsradikalen Tendenzen, die es leider gibt. Gegen Rassismus, gegen Sexismus und gegen Homophobie. Es geht wirklich um unser Leben sozusagen, unsere Welt, welche Welt wollen wir da kreieren und wer will da an die Macht, welche Menschen, welche Ideologen wollen da an die Macht. Das Traurige ist, dass das heute genauso Thema ist wie vor 20 Jahren, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, obwohl der Wohlstand so gestiegen ist, aber halt die Umverteilung immer noch fährt. Und ich bin heute da, weil mit der neuen Regierung die Gesetze laufend geändert wird. Sie haben gesagt, wir werden da schauen, was möglich ist. Sie haben es umgesetzt, sie halten sich an das. Nein, ich war schon öfter hier. Und ist viel los heuer? Weniger, ich habe schon größere Demonstrationen gesehen. Aber kann es sein, dass die Donnerstagsdemo quasi den Leuten heute, also der Demo heute die Leute wegnimmt? Wegnehmen ist ein starkes Wort. Ich glaube, es ist wichtig, gerade auf der Straße präsent zu sein und da ist jede Gelegenheit wichtig. Aber es ist sicher schwieriger, Leute gebündelt zu einem Termin zu bringen, wenn mehrere Termine im Monat stattfinden. Das ist das Interessante, dass der Akademikerball viel unpolitischer ist als so viele andere Veranstaltungen. Weil heute Nacht will keiner über Politik reden, da will keiner Diskussionen halten, sondern möchte halt einfach eine lustige Ballnacht erleben. Es gibt schon einen Politikkonnex, ja. Aber es sind, wie gesagt, auch ein Ball der Studentenverbindungen und ein Ball der FPÖ. Aber es ist kein Problem, wie gesagt, das ist eine Ballveranstaltung. Ich will hier Spaß haben. Ich habe einen wunderschönen Abend. Mich kümmert jetzt ehrlich gesagt um die Politik. Nicht wirklich. Ich habe ja auch letztes Jahr, beim ersten Jahr beim Ball, nichts politisch Negatives mitbekriegt, außer dass es wunderschön ist hier. Was führt Sie zu dem Ball? Was ist Ihr Bezug? Ein Mädchentraum. Ich möchte tanzen in der Hofburg. Dass es immer heißt, hier Vernetzungstreffen, so ein Unsinn. Ich bin CDU-Mitglied und ich weiß von anderen, die christlich-demokratisch sind und die mit dem rechten Rand auch nichts zu tun haben. Aber dass es Burschenschaften gibt, die eben rechtsextreme Gesinnung haben, das können Sie ja nicht verneinen. Sieh, das gibt es doch überall. Es gibt Hochschullehrer, es gibt Journalisten, die rechtsextreme Gesinnung haben, das können Sie doch auch nicht verneinen. Do you know why there are all these protests here? I've been told. And what do you think about it? I mean, I'm here, aren't I? So, I'm here to support and meet people, so, danke.